Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind mitten in Alexandria und wir machen die Hauptquest mal weiter. Und in der letzten Folge haben wir es ja angefangen wieder ein bisschen und wir sollen jetzt Apollodoros Kontakt beim Hippodrom finden. Die Quest heißt Ägyptens Magi und ich hoffe, da können wir uns hinporten. Bisschen. Ja, ich glaube, das geht. Dann machen wir das. Dann holen wir die Hauptquest mal jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen auf. Nein, Aktivität beenden. Ja, bin ich sicher. Ich will doch nur zum Hippodrom. Geht das? Jetzt sag mir nicht, wir sind wieder... Missionsziel in der Nähe. Drücke das V für Senju. Also. So. Unser Kontakt. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodoros zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst? Nee, mag ich nicht. So, Apollodoros ist nur bei Nacht anwesend. Okay, dann zaubern wir mal die Nacht herbei. Und müssen jetzt wohin? Können wir es auch bestimmt auch importen, oder? Apollodoros. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende? Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Gut, dann düsen wir mal eben rüber. Oh je. Na gut, die haben alle Level 12. Wir fangen mal von rechts nach links an. Vorsicht! So. Halt! Bleib stehen! Ja, ich bin schon weg.
Guten Tag. Das haut er ab. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, was? Nein. Was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Alter. Na super. Voll, welch ein Finale! Der Adler hat die Tolle! Hey, was? Mein Adler hat keine Tolle. So, das war's. Stirb! Boah, bis der erstmal hier aus dem Quark kommt, ey. Ich hab das Ziel in Sicht. Was? Gütiger Amun, rette mich! Ja, gleich. Oder mal gucken, ob da noch Loot liegt. Was hast du hier verloren? Ja. Hey! Okay. Dich schlitz ich ab! Da. Mehr Wachen sollten jetzt nicht kommen. Die da drüben ignorieren wir mal. Bitte vergiss mich nicht! Na hier. I'm here for you to save your life. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck. Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit, okay. Dann reden wir. Ja. Wenn's ist aber nicht quer über das andere Schiff, ne? Wir sind eine Mauer! Ich bring dich um! Was? Verdammt! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Was? Alter! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Komm! Alter! Wer? Wo? Oh. Ja, ernsthaft? Na komm. Noch ein Bogen. Jetzt! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Gemeinsam! Das tue ich ganz und gar nicht gerne. Weg den Gegner! Ich mach weiter! Was? Verwundeter schwer verletzt? Was? War denn irgendwie verbannt? Nix? Geht ihr wieder auf? Komm, steh wieder auf. Und weiter geht's.
überhaupt hin? Ne? Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Ja, ja. Was hier wolltest du? Okay. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Okay. In diese Richtung. Ich würde aber gerne mal eben bei dem jungen Mann hier beim Bazar gucken. Ob wir eine Quest annehmen können oder nicht. Er ist zu stark! Verdammt! Gib den Weg frei! Hey, was? Du kommst hier nicht vorbei! Was? Wieso seid ihr jetzt wieder aggro? Wir haben es gemacht. Verlasse oder beende den Konflikt. Ich hab das Ziel in Sicht. Was? Wer schießt denn jetzt? Vom Schiff aus. Wer glaubst es? Stirb, ptolemäisches Schwein! What happened here? Hey! Was? Wie sieht er uns hier denn? Stimmt endlich! So, ist jetzt hier Ruhe. Okay, er hat keine Quest für uns. Das wollte ich nicht gucken. Okay, haben wir ein Bötchen. Explorer braucht ein Bötchen. Bayek übrigens auch. Da unten ist ein Bötchen. Lassen die uns da ran? Ja, nicht, ne? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Dann schauen wir mal. Ist das schon das Objekt der Begierde? Das dauert lange. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Was? Neck? So, wir sollen ihm die Rolle übergeben. 130 Meter, da können wir da drüber schwimmen, oder? Alles gut, Freunde. Wie immer. So. Verstehe.
steht da. Der Peter. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Vielleicht? Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Was? Wir treffen Kleopatra? Ernsthaft? Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketai von Alexandria getötet habe, Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketai sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Ja. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. So, wir sollen ihn zu seiner Villa bringen, okay. Ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss, sind aber jetzt schon bei 17 Minuten, also von daher alles im grünen Bereich. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.